Jo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Und jetzt werden wir uns aber wirklich mal der Sache nähern. Aber ich würde sagen, hat mal. Die Jungs, warten wir noch mal ab. Oh, das ist natürlich blöder Zeitpunkt, ja. Obwohl. Den kann man wegsnipern. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Deswegen ja. Aber irgendwie die letzten, die ich da platt gemacht haben, die zählen irgendwie auch. Ist das hohes Gras oder sehe ich das richtig? Ich sehe das richtig, ja. Warum ich da jetzt an einem Baum hängen bleiben musste, weiß ich nicht. Aber die werde ich jetzt alle einzeln erstmal runterpflücken müssen. Ne? Eric Tibi. Oh. So ganz die Leiche immer noch hier. Warte mal. Warte mal, ich hab da eine Idee. Nein. Das wollte ich schon gar nicht. Leute. Ich wollte doch diese blöde Leiche auf das Pferdchen drauf machen. Mal auf eins von euch drauf. Ja, bringt gar nichts, bringt das. Also wer immer das gesagt hat, es funktioniert mal null. Ja, das funktioniert mal gar nicht. Ich weiß nicht, wer so blöd war und hat das gesagt, aber es funktioniert der Null. So. Den haben wir sauber weggesnipert. Sind da noch irgendwelche? Da hinten ist der Bösewicht. Bei dem nehme ich nur so viel ab. Das ist halt blöd. Das ist ein bisschen doof. Ja.
Ist denn der? Eben war er noch da. Da unten ist der. Also hier kann ich rüberflitzen, rüberflitzen, rüberflitzen. Das heißt, kann ich noch ein bisschen snipern. Wo willst du hin, mein Freund? Wo willst du hin, Alter? Ich glaube, der will pennen gehen oder so irgendwas. Klettert er wieder da hoch. Und wieder da hoch. Ah, da habe ich jetzt keine Zeit. Da habe ich jetzt keine Zeit dafür, für so fiese Mantenten. Aber dich kann ich trotzdem locker vom Hogger na wegsnipern. So. Auch weggesnipert. Beim Gehen sogar. So, Monkey. Auch weggesnipert. So, und jetzt mal hier noch ein paar Leute. Irgendwie gehen mir auch bald die Pfeile aus. Auf dem Scheißhaus. Zwar nicht besonders fein, aber naja, immerhin. Die jumpen ja auch noch rum. Aber das Problem, was ich hier weiterhin habe, ist einfach, dass der Typ hier irgendwo an der Position steht, wo er scheiße steht. Nicht so gut. Aber dafür sehe ich gerade hier. Ein Beschützer Ägyptens, bitte, wir sind in großer Gefahr. Du bist Khati, oder? Keine Ahnung, woher du das wusstest, aber für Ägyptens Zukunft müssen wir fliehen. Wie hast du mich gefunden? Hat der Dienstherr der Spione dich geschickt? Die Liste des Centurios führte mich. Irgendwie muss ich den kriegen.
Vielleicht kämpft er jetzt gleich gegen den Löwen. Da wird er schon mal ein bisschen geschwächt. Wenn nicht, muss ich mich jetzt hier so ein bisschen verstecken. Jedenfalls so lange, bis der wieder normal ist, der Typ. Und dann kann ich den nächsten Angriff starten. Kannst du machen. Ist aber auch irgendwo doof, gell? Okay, ich reiz es noch mal aus. Komm schon mal, Rotzack, ich zerquetsch dich. Wow! Also das war bisher der schwerste Gegner. Muss man so sagen. Richtig krass. Das war der richtig krasseste aller krassen Krassmänner. So. Wieder einen weggeballert. Wo sind die Schätze eigentlich, sag mal? Hier ist einer. Ja, ein Geheimgang, den hätte ich vorhin gebraucht, ey. Okay. Was wollten wir jetzt machen? Ah ja. Wenn wir uns erstmal den Schatz hier annehmen. Okay. So viel zu der Schleichtaktik. Wo war denn der nächste Schatz zu finden? Da oben.
Okay. Schatz Nummer 2. Ich stehe auf Bequemlichkeit und deswegen erstmal, was so im Blickfeld ist, kann man auch umrotzen, sage ich immer. Da sind zwei, aber das stört mich jetzt nicht so sehr. Es macht nichts. Ich muss mich ja eh erstmal um den da hinten kümmern. Was ist das eigentlich für ein... Naja, gucken wir später. Steht da einer was? Okay. Da bringt einer eine Leiche weg. Da. Oh. Oh, oh, oh. Ja. Passt schon. Das passt schon, mein Freund. Dass der manchmal da drauf geht. Ja, sag mal. Vier Schätze. Aber hier draußen ist ja auch noch einer. Und da hier jeder dran kommt, da wir bestimmt mit dem Gefangenen auch irgendwie so ein bisschen abhauen müssen. Muss der auch dran glauben. Wir haben schon alle platt gemacht. Vier Schätze. Gepackt. Ja. Wo waren die Quest nochmal? Sein Geheimdienst. Gut. Okay. Na ja, gut, ja, warum nicht? Okay. Dich habe ich und dich habe ich. Ah.
Oh, hallo Löwe. Der Löwe hat's voll überlebt, ey. Erstaunlich eigentlich, also hätte ich jetzt auch so nicht gedacht. Es sei denn, einer von euch Jungs hat ihn rausgelassen. War natürlich. Oh. Den werde ich am Pissoir. Voll am Brunsen ist der. Platsch. Warum stellt der eigentlich so weit weg? So. Ah, da habe ich schon geblindert, ne? Gut. Und jetzt muss ich den aus der Festung raustragen. Ist das die ganze Aufgabe, oder was? Auch wieder toll. Bringt ja auch nicht wirklich was. Am besten gleich den nächstbesten Ausgang suchen bei sowas. Also der Kommandant, der war richtig... ja. Der war richtig der Hammer. Weil... Der war halt richtig krass. So. Ich glaube aber, ich habe auch alle schon platt gemacht. War doch das, wo diese komischen Leichen da, wo ich die Leichen nicht drauflegen konnte. Ja. Okay. Dann setzen wir dich mal ab. So, was hast du zu sagen, mein Freund? Die Namen der Verborgenen in der Kyrenaika? Ja. Oh. Du und noch ein Agent von Apollodorus überlebten. Ich befreite ihn aus den Baracken von Balagrei. Ah, okay. Und Apollodorus seinen großen Dienst erwiesen. Amun-Re möge dich belohnen. Hoffentlich wird er das. Ah, immerhin 3 Krache gekriegt. Ja. 3 Krache. Ich meine, das ist was. So. Dann gucken wir noch schnell. Was hier los ist, damit wir das Fähnchen auch halt abgearbeitet haben. Und danach werde ich sagen, was das war heute. Aha, okay, das ist so ein Anlegekai. Mag ich eigentlich gar nicht so Dinge. Genau. Ja, dann sind wir doch mal so rotzreich. Und rotzen den um. Hat er mich jetzt gesehen, oder was? Oh, oh, die kommen hier hoch. Leise ist hier auch nichts. Ja, scheiß drauf. So Jungs, Daddy ist hier. Freak Davy.
Ja. Gut. Jetzt noch schnell die Ausrüstung checken. Sechs Schwerter. Oh. Vier Bögen. Okay, ich würde sagen, das war's mal wieder für heute. Bis zum nächsten Mal.